Hallo, liebe Aufrufer. Samstag, 5. Juni 2010 in Berlin, in meinem Atelier, hier mit einem wunderschönen gemalten Faltenwurf auf einem industriellen Stoff. Und mein Thema ist Lichtgeschwindigkeit Nummer 393, Bilderberg, Davos, Meseberg. Liebe Aufrufer, wir haben in der politischen Diskussion und auch insbesondere angesichts der öffentlichen Meinungsführung in der heutigen politischen Lage in Deutschland, die ich als eine Staatskrise mit vielen Aspekten bezeichne, aus gutem Grund, nicht um Panik zu verbreiten, sondern um die Sache beim Namen zu nennen. In dieser Staatskrise haben wir immer wieder weit verbreitet Verschwörungstheorien. Leute sagen, die da oben machen sowieso, was sie wollen. Oder das Kapital. Oder die Amerikaner. Oder die Juden. Alle kummeln irgendwas. Und da gibt es eben diese besonderen Stichworte, nämlich Bilderberg oder Davos Weltwirtschaftsforum. Und in Meseberg, das ist nördlich von Berlin, hier 40 Kilometer Richtung Wandlitz, noch etwas weiter, in Meseberg, in diesem schönen Landhaus, sitzt Frau Merkel jetzt und hat mit dem russischen Spitzenpolitiker Medvedev ihren letzten großen politischen Auftritt gehabt. Und ich möchte es sagen, ohne es zu berufen, das kann sein, dass es einer ihrer letzten Auftritte war, denn die Probleme des 11 Milliarden Sparhaushaltes für das Jahr 2011 sind nicht gelöst. Es ist nicht abzusehen, dass die 11 Milliarden durch Sparen herausgeholt werden können. Es ist auch nicht die Frage gelöst, ob durch Einnahmeerhöhungen, also zum Beispiel Steuererhöhungen, diese gesamt 11 Milliarden Einsparungen zusammenkommen sollen. Kanzlerin Merkel hat die Kräfte, die sie mal hatte unter ihrer schwarz-gelben Regierungsversammlung nach der Bundestagswahl 2009, hier in Berlin Kräfte verloren. Und ich möchte jetzt zum Thema Bilderberg, Davos, Weltwirtschaftsforum und Meseberg nur Folgendes sagen. Liebe Leute, diejenigen, die mich hier sehen, sagen Sie es bitte weiter. Ich sage hier etwas zur Verschwörung und zur Weltverschwörung und zur Verschwörungstheorie. Aus meiner Sicht als IT-Soziologe, als jemand, der sich mit den Tatsachen, mit der sozialen Wirklichkeit praktisch, wissenschaftlich über einen langen Zeitraum sehr intensiv beschäftigt, darüber arbeitet, dazu Kritiken und Kategorien erfasst und ausweist, möchte sagen, vergessen Sie Ihre ganzen Verschwörungsideen. Zu einer Verschwörung gehört sozusagen eine verschworene Gemeinschaft, gemeinsame Interessen, gemeinsame Verlässlichkeit, gemeinsame Werte, gemeinsame Ziele. Eine solche Verschwörung gibt es in der ganzen Welt nicht. Die Idee, dass hinter Bilderberg zufällig am jetzigen Wochenende das alljährliche Treffen stattfindet, dass eine wunderbare soziale Tradition ist aus den 50er Jahren, in dem von belgischen und holländischen und so weiter Adelskreisen aus private Einladungen, die auch mit jüdischem Bankhaus und mit Wirtschaftspolitikern und mit sonstigen wichtigen Personen und so weiter, jeweils ohne eine feste Buchführung, ohne eine feste Kommunikation, nur von einem Büro und von einer Finanzierung aus alljährlich zusammenkommt und die weltbedeutenden Fragen diskutiert im persönlichen, netten, vertraulichen Beisammensein. Das ist keine Weltverschwörung. Da sind keine Strippenzieher, die ganz irgendwas bestimmen könnten. Dafür sind die Interessen, für die diese einzelnen Personen jeweils stehen, viel zu unterschiedlich gelagert. So, wer der Verschwörungsidee anhängt, der glaubt natürlich, ja, in Wirklichkeit haben die alle die gleichen Interessen, nämlich ihre letztlich materiellen Vorteile in der ganzen Welt zu organisieren. Ich kann das auch nicht erschüttern. Wer das glauben will, muss das glauben. Bilderberg ist aber in Wirklichkeit kein durchgreifendes Medium mit ganz konkreten machtpolitischen Adressen, in denen ganz konkret überhaupt keine Entscheidungen getroffen werden können. Also
Also weder die Lehman-Bank-Pleite noch unsere Griechenland-Euro-Krise oder der Afghanistan-Krieg oder was auch immer man will, geht von Bilderberg aus oder kann von Bilderberg bestimmt werden. So. Etwas anders verhält es sich mit dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Das findet jedes Jahr in dem kleinen Schweizer Bergort Davos statt. Da kommen wirklich ganz wichtige staatspolitische und internationale Wirtschaftsführer zusammen, die alle das Insiderwissen haben der Geschehnisse und die durchaus durch den persönlichen Kontakt versuchen, eine soziale, also menschliche, geistige Atmosphäre herzustellen, indem dann jemand, der zusammen ein Glas Wein getrunken hat, dann auch mal wieder besser miteinander telefonieren kann. Aber tatsächlich, die Entscheidungen, die in Davos diskutiert werden, die Vortragsredner, die dort ihre Ideen zum Besten geben, die auf Einladung Expertise, Kennerschaft und Gutachten vortragen und Fragen beantworten und so weiter, die münden letztlich immer in unsere jeweils national-staatspolitischen Entscheidungsprozesse ein. Das heißt, egal was man sich in Davos ausdenkt, es muss in Berlin oder in Hannover oder in Brüssel oder in Washington oder sonst wo ganz konkret sich den demokratischen Staatsermächtigungsstrukturen der Demokratie, der Volksabstimmung stellen. So, jetzt kann man natürlich fragen, ist es möglich, dass Herr Ministerpräsident Wulff aus Osnabrück, Hannover, Bundespräsident wird, der niemals bei Bilderberg persönlich eingeladen war? Ist es möglich, dass Joachim Gauck aus Rostock, der niemals bei Bilderberg eingeladen war, persönlich Bundespräsident werden kann? Liebe Aufrufer der Lichtgeschwindigkeit, wir werden es sehen. Im Moment stehen zwei zur Kandidatur, die beide nicht in Bilderberg waren, insofern, die auch beide nicht in Davos waren. Insofern wäre es ja ziemlich irre, wollte man einer Verschwörungstheorie anhängen, dass diese beiden Bundespräsident werden. Und nun komme ich zu Meseberg. Meseberg ist sozusagen der Klausurort, die Adresse, in der sowohl vor Weihnachten die Koalitionsdiskussionen für die neue Regierung, die neuen Regierungserklärungen und Ministerienlinien verabredet wurden, abgestimmt wurden. In Meseberg trifft sich also auf Einladung der Bundeskanzlerin Dr. Merkel die Bundesregierung, die Ausschüsse, alle möglichen Staatssekretäre und so weiter, um den Sparhaushalt 2011 zu bestimmen. Ich möchte sagen, dieses ist auch keine Verschwörung, sondern das sind die von uns Gewählten, die dort reden. Und damit möchte ich mich bedanken für die Aufrufer und zu meinem nächsten Ruckereignis übergehen, denn von Meseberg wird zunächst kein Ruck ausgehen, es sei denn, Frau Merkel tritt zurück. Ahoi, liebe Piraten!